Ein paar Minuten mit. Der Interview-Podcast mit interessanten Gästen aus den unterschiedlichsten kreativen Bereichen. Ich bin Ben Murphy und freue mich auf meinen nächsten Gast. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörenden. Es ist eine weitere Folge von Ein paar Minuten mit. Dieses Mal habe ich jemanden, den ich schon sehr, sehr lange kenne, hier vor unserem gemeinsamen Mikrofon. Ich freue mich sehr auf die nächsten paar Minuten mit dir. Er ist tänzerisches Multitalent, lebt in Prag, hat dort seine eigene Tango-Schule und ist nicht nur Tango-Tänzer, sondern auch davor Weltmeister im Breakdance gewesen. Bei mir sitzt Jörg Palm. Hallo Jörg. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja, ich freue mich total, dass du Zeit hast, mit mir die Folge hier aufzunehmen. Denn gerade heute, ich denke, das können wir den Leuten verraten, jetzt in diesem Moment, wo wir zusammensitzen, ist Jörgs Geburtstag. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gerne. Meine Interviews starten immer mit den drei gleichen Fragen, damit unsere Zuhörenden dich vielleicht so einen Tick kennenlernen können oder so eine Idee haben, wer du bist. Erste Frage, du kannst einfach spontan antworten. Es braucht überhaupt nichts Wildes sein. Das, was dir einfällt, antwortest du einfach. Das kann ein, zwei Worte sein. Du kannst ausholen, wie du möchtest. Okay. Ja. Erste Frage, was machst du an einem komplett freien Tag? Ich tanze und spiele Klavier. Also, ich mache das, wo ich Freude dran habe. Also, es ist selten so, dass ich wirklich einfach da nur rumliege. Aber ich versuche dann, kreativ zu sein an einem freien Tag und was Konstruktives zu machen. Also nicht zu konsumieren, sondern zu produzieren. Was würdest du tun, wenn du nicht das machen würdest, was du jetzt gerade machst? Du meinst es damit wirklich berufsmäßig? Beruflich vielleicht, ja. Ja, das ist für mich dann schwierig zu sagen. Normalerweise kam bei mir immer im Leben, wenn irgendwas zu Ende ging, weil das Feuer nicht mehr da war für irgendeine Sache, ob es jetzt Standardtanzen war oder ähnliches, es kam was Neues automatisch rein. Also ich habe da gar keine Sorge drum. Es wird einfach was anderes sein. Was es genau sein würde, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich habe jetzt vor anderthalb Jahren mit Klavier angefangen, mit Alter von 42 und viele haben dann ein bisschen belächelt und jetzt kommen sie nach Hause und wollen, dass ich für sie spiele. Im Internet bin ich unter anderem auch unter dem Alias oder Pseudonym Turnschuh-Tanzlehrer unterwegs. Das haben mir vor einigen Jahren Schülerinnen aus meinen Tanzkursen im Prinzip auferlegt als Instagram-Aufgabe und gesagt, hier Ben, du brauchst so einen Account, wir richten dir den ein. Und da war der Turnschuh-Tanzlehrer geboren. Daher die nächste Frage, lieber Turnschuh oder lieber schicke Schuhe, Ausgehschuhe? Also ich muss sagen, also ich mag beides. Ich bin jemand, der immer in zwei Welten lebt. Also ich bin niemals nur. Das heißt, also ich würde natürlich bevorzugen, im Moment finde ich super schön schick und edel, weil es einfach, für mich ist es schön, sich elegant anzuziehen. Es macht mir Freude, mich für irgendeine Sache auch schön oder elegant zu machen. Und für Tango zum Beispiel, was ja auch mein Beruf ist. Also kennen die meisten Leute mich einfach nur schick. Also wenn ich in einem T-Shirt auf einmal bei einer Grillparty auftauche, dann fragen die mich, was los ist. Ja, weil die kennen mich dann sonst gar nicht anders. Selbst wenn ich mit meiner Familie in den Wald gehe und wir gehen spazieren, habe ich auf einmal einen Mantel an. Sie sagt dann, was machst du denn? Du kannst doch irgendeine Sportjacke nehmen. Ich sage nur, ich fühle mich wohl da drin. Und dann, also da in Tschechien, wo ich wohne, die Leute, die schauen mich an wie ein Alien manchmal, weil ich einfach gerne schick bin. Weil mein Anfang zum Beispiel auch in Prag war auf Turnschuhen. Genauso wie du mit deinen Turnschuhen bin ich auf die Milongas gegangen und habe dann mit Turnschuhen getanzt, weil es für mich einfach cool war. Es hat mir am meisten Spaß gemacht und dann war ich auch ruckzuck bekannt, weil mein Adidas Superstar MK2 waren halt die besten Milonga-Schuhe, die ich jemals hatte. Sehr gut. Vielen Dank für diese drei Antworten. Ich denke, da haben alle Zuhörenden schon mal so einen kleinen Einblick, was bei dir so los ist. Warum ich mich gerne mit dir unterhalten möchte, ist folgender Grund. Wenn wir uns deine Vita so ein bisschen anschauen, du bist durch viele verschiedene Tanzdisziplinen oder Herausforderungen gegangen in deinem bisherigen Leben. Ich habe dich kennengelernt in meiner Ausbildung zum Tanzlehrer, damals für dich als aktiver Turniertänzer im Standardtanzbereich, sehr erfolgreich. Habe das total bewundert, wie
extrem gut du dich bewegen kannst. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an das erste Mal erinnern, wie ich dich gesehen habe in der Ausbildung. Mhm. Und hast das zu deiner Karriere gemacht, bist Tanzlehrer geworden, hast dann aber auch immer wieder neue Herausforderungen gesucht vielleicht oder sind dir zugelaufen. Du hast halt irgendwann gesagt, okay, das mit dem Standard- und Lateintanzen, das habe ich jetzt drauf, jetzt fange ich was Neues an. Und du hast, glaube ich, mit um die 30 rum, glaube ich, entschieden, so, jetzt ist Breakdance mein Ding. Ja, also Breakdance, ich meine, muss man sich mal vorstellen, jetzt tanzt du Standard und tanzt es in höchster Klasse und trainierst jeden Tag viele Stunden und auf einmal bist du bei einem Tanzschulball, bin ich zufällig eingeladen gewesen und sehe eine Breakdance-Gruppe und sehe Leute auf den Kopf drehen. Das habe ich noch niemals live gesehen. Und das hat mich so mitgenommen, habe ich gesagt, das möchte ich einmal in meinem Leben können. Mein Leben ist noch nicht zu Ende. Also ich möchte das können. Ich möchte so auf den Kopf drehen können. Das war meine Motivation, dann damit anzufangen, weil ich gesehen habe, das ist eine Kunst. Also sich auf den Kopf zu stellen. Ich konnte im Schulunterricht noch nicht mal einen Handstand. Ich war derjenige, der Handstand gemacht hat und einfach umgefallen ist. Also der es noch nicht mal getraut hat, weil ich zu viel Angst hatte, einen Handstand zu machen. Es ging vielleicht mit einem Kopfkissen an der Wand oder sowas. Ja? Aber es hat mich so motiviert. Und motiviert heißt ja ein Bild von irgendwas haben. Manchmal ist es einfach ein Bild gewesen, das ich gesehen habe, wie diesen Tänzer, der den Headspin gezogen hat. Und das hat mich sowas von tief beeindruckt, dass genau dieser Eindruck, dieses Motiv, hat meine Motivation gebildet. Und habe ich gesagt, ich werde nicht eher ruhen, ehe ich das auch kann. Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt. Und habe ich jeden Tag mehr als eine Stunde nur Kopfstand gemacht. Jeden Tag. Egal, Halswirbel, alles hat geschmerzt, aber weitergemacht. Und da habe ich gedacht, nach einem Jahr könnte ich vielleicht 10 Drehungen schaffen. Es hat mich dann 2 Jahre gekostet oder gedauert. Und dann konnte ich 5 freihändige Drehungen auf dem Kopf drehen. Und es war für mich jedes Mal, wenn ich ein bisschen mehr geschafft habe, das war ein unglaubliches Hochgefühl, weil ich gesagt habe, wow, jetzt fliege ich. Und nachher waren es 20 Drehungen. Und nachher waren es mit der Gruppe halt eben auch der Weltmeistertitel. Und ich habe es immer geschafft, so ein Feuer, das mit drin war, nicht ausgehen zu lassen, sondern es immer weiter zu befeuern und immer tiefer zu graben, immer weiter zu machen. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich alles schaffen kann, irgendwo bis zu einem bestimmten Limit. Und diese Limits wollte ich rausfinden, wenn ich einfach dabei bleibe. Wenn ich nicht einfach sage, ich probiere es mal 2 Stunden und merke noch, ich kann es noch nicht, jetzt, naja, ist nicht mein Ding und hör es auf. Das machen ja viele und deswegen kommen sie auch nicht zu irgendwas. Und dann mache ich das halt eben mal ein paar Jahre. Und dann, es gibt so ein Sprichwort, ein asiatisches Sprichwort, niemand lernt etwas 3 Jahre, ohne etwas zu können. Wenn du über 3 Minuten was machst oder 3 Stunden, kannst du halt nichts. So, und das sind halt bei allen Sachen, ist das passiert. Und ich habe dann dadurch gelernt, wie man lernt. Und dann habe ich eben gesagt, okay, wenn das eben mit dem Standardtanzen geht, dann müsste ich doch auf den Kopf drehen können. Und meine Füße taten vom Quickstep-Hüpfen schon weh. Und Quickstep und Tango und das ganze brutale Kopf hin und her schmeißen, habe ich irgendwann auch nicht mehr so als Vorbild gesehen, weil ich gesagt habe, da stimmt was nicht, das ist zu künstlich. Und ich war abhängig von einer Tanzpartnerin, und die dann immer zu spät war. Ich konnte auch nicht dann alleine tanzen. Und naja, dann habe ich dann irgendwann gesagt, beim Breakdance, da könnte ich an meine eigenen körperlichen Grenzen gehen. Ich kann so viel trainieren, wie ich will, und habe das dann vollends ausgelebt. Und ich war dann Breakdance. Es ist nicht nur so, ich habe Breakdance gemacht, ich war dann Breakdance. Und das ist halt auch ein tolles Gefühl, nachher dann auf den Kopf zu drehen und das dann zu können. Aber es hat halt dann auch 10 Jahre gedauert. Jetzt hast du 10 Jahre Breakdance aktiv, sehr aktiv betrieben. Du hast gerade schon gesagt, täglich. Ein Weltmeistertitel ist dabei entstanden oder ertanzt worden. Mhm. Jetzt habe ich das auch so empfunden, du bist Weltmeister geworden und danach hast du dir was Neues gesucht. War das dann fertig? Du hast alles erreicht, was du da erreichen kannst und jetzt kommt das Nächste? Mal sagen, ich dachte, das wäre so vielleicht. Ich bin da erstmal in ein tiefes Loch gefallen, weil ich habe auch Standardtanzen mit angefangen, mit der Idee, ich möchte einmal Weltmeister werden. Habe aber gemerkt, da bin ich an Grenzen gekommen, die ich mit meinen Geldmitteln und auch mit meinem tänzerischen Können vielleicht nicht schaffen konnte, auch politisch gesehen. Manchmal ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Manche Leute haben halt einfach auch Glück. Es ist halt auch eine Portion Glück dabei, auch beim Tanzen. Aber als ich das dann mit dem Breakdance geschafft habe, es war dann auf einmal, wow, super. Eine super Party am Abend, am nächsten Tag kam das schwarze Loch
wo ich gemerkt habe, das war jetzt alles. Ich habe gemerkt, bin ich am nächsten Tag überhaupt noch Weltmeister? Wenn ich eine Woche später gegen die gleiche Gruppe nochmal tanze und die gewinne, bin ich dann immer noch Weltmeister? Das war dann ein riesen Druck auf einmal, der da war. Und ich habe mir gesagt, ja, nochmal das Ganze. Okay, wir sind dann nochmal für diesen Vize-Weltmeister geworden. Haben geschlagen worden dann auch. Und auch nochmal Vize-Deutscher Meister etc. und Europameister. Und irgendwann war auch der Zeitpunkt nach 10 Jahren, wo ich ja sehr spät angefangen habe, glaube ich, mit 26, 27 habe ich Breakdance angefangen. Und habe ich gemerkt, ich bin jetzt nicht mehr, ich bin das nicht mehr. Ich bin das nicht mehr derjenige, der im Einkaufscenter dann auf den Kopf dreht, alle klatschen und tanzt auf den geilsten Beat. Und ich kam mir auf einmal in wie einer falschen Welt vor. Also ich habe das nicht nur erreicht und gesagt, ja, Ziel erreicht, nächstes Ziel, sondern auf einmal kam der Zeitpunkt, dass ich auf einmal gemerkt habe, das bin nicht mehr ich. Und ich wollte diese Rolle nicht spielen, ich wollte Sven dann sein. Und weil es ist schöner, ein Original zu sein, als einfach nur Kopie. Ich hätte mich dann selber kopieren müssen, was ich früher gewesen bin. Und das wäre dann immer eine Karikatur. Und das wollte ich dann auch nicht. Dann irgendwann da stehen mit meiner Baseball-Cap und den Adidas und sagen, let's rock it. Deswegen habe ich dann einfach das mit dem Breakdancen auch dann aufgehört. Das ging dann relativ schnell. Du bist da rausgewachsen. Ich bin da rausgewachsen. Und ich habe auch in der gleichen Zeit sind meine Schüler da reingewachsen und haben das übernommen. Und die haben was noch Größeres draus gemacht. Und das finde ich toll, das zu sehen. Also die sind mittlerweile in der Welt von 52 Wochen, 50 Wochen auf Shows gebucht. Selbst in China gewesen, in London, auf großen Firmen-Events. Und die DDC, die Dance for Destruction Crew, ist einfach noch viel weiter gewachsen. Und muss man sagen, über sich hinausgewachsen. Und ich bin an einem Zeitpunkt rausgegangen, wo das Ganze noch ganz klein war. Und da hatte ich schon gedacht, no, das ist ja schon ganz gut mit dem Weltmeister etc. Aber dann kam bei denen Supertalent etc. Und da bin ich schon rausgegangen, wollte auch nicht vor Dieter Bohlen breaken. Und dann kamen die zurück erfolgreich als Finalisten oder Semifinale und alle wollten Autogramme von ihnen haben. Und ich war in der Tanzschule geblieben und habe dann die Tanzparty gemacht. Und dann kamen die Jungs davon zurück und alle Mädels rennen zu ihnen hin, wollen sogar auf ihren Handys Unterschriften von ihnen haben. Und ich stand da oben, habe mir das angeschaut. Dann habe ich auch gesagt, ist das in Ordnung? Lass die Jungs das so auch genießen. Und zu der gleichen Zeit kam langsam dann der Tango rein. Also es war nicht so, dass ich aufgehört habe und dann habe ich Tango angefangen. Erwachsene Variante dann, als so jetzt bin ich da aus der, ich sag mal, vielleicht so Teenie- oder jungen Erwachsenen-Sportart Breakdance rausgewachsen. Jetzt brauche ich was sehr Seriöses und dann in den Tango? Nee, gar nicht mal. Mit dem Tango war das eigentlich mehr oder weniger Zufall. Ich habe früher schon Tango gut gefunden, aber dann auch so Sachen wie Piazzolla, also irgendwas wirklich Melodisches, nicht diese typischen Tanzschul-Tangos, die ja sehr rhythmisch sind, wie so die Big Band der Bundeswehr spielt einen Tango. Und das war für mich immer sehr künstlich. Und da gab es wunderschöne Musik, argentinische Musik, und die fand ich immer toll, aber ich konnte sie noch nicht vertanzen. Dann bin ich mit meiner damaligen Frau nach Berlin im Urlaub. Als Tanzlehrer macht man ja auch schon mal Urlaub. Und was machen wir als Tanzlehrer? Tanzen. Dann haben wir gesagt, wir machen was wir beide noch nicht können. Sie konnte schon gut Latein tanzen, ich konnte gut Standard tanzen, Breakdance, Salsa. Und was können wir noch nicht? Okay, Tango. Und dann sind wir dann direkt beim Tango-Festival eingestiegen, haben bei einem sehr bekannten Trainer direkt dort oder Tanzschulinhaber oder Tango-Studio-Inhaber da eine Privatstunde genommen und von Anfang an auf Milongas gegangen. Und dann wurde mein Ego erstmal auf unter Null gedrückt, weil habe ich gemerkt, ich kann zwar tanzen, aber Tango muss ich von ganz vorne anfangen, wie jemand, der noch nie getanzt hat. Weil da muss man wirklich durch Führen und Folgen so viel lernen, was ich früher nie brauchte, habe aber darin eine Freiheit gefunden. Beim Tango kann man wirklich alles machen. Und das war auf einmal der Paartanz, den ich immer gesucht habe und den ich früher nie gefunden hatte. Also Standard gibt es eine Choreografie, die machst du dann auf einem Wettkampf oder bei einer Show. Und in Tango kreierst du dann wirklich im Moment. Und das war für mich wirklich ein Wahnsinn. Das war auf einmal wie eine Offenbarung. Gesagt, ich darf etwas erfinden. Ich darf was Eigenes machen. Ich darf entscheiden, wie schnell ich irgendeine Drehung tanze und wie langsam. In Salsa, 1, 2, 3, drehen, 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 1, 2, 3. Und das war für mich die totale universelle Freiheit, wo ich einfach sage, wow. Und dann habe ich entschieden zu sagen, ich möchte den Tanz jetzt selber kreieren. Hört sich vielleicht verrückt an, meine Frau hat gesagt, Jörg, das kannst du nicht. Du kannst nicht einfach dir selber was ausdenken.
Ich so, doch, ich höre mir die Musik an und überlege, welche Bewegung dazu passt. Nachdem ich schon über 20 Jahre getanzt hatte, habe ich gesagt, ich möchte jetzt mal nicht einfach nur was abkopieren, was ein anderer schon gemacht hat. Ich möchte jetzt mal etwas produzieren. Das war eine verrückte Idee und die hat dazu geführt, dass ich eigentlich Sachen erfunden habe, die es eigentlich schon gab. Das heißt, auf einmal kam ich, mit einer Figur zu einer Kollegin und habe gesagt, weißt du, das habe ich jetzt erfunden. Sie sagte, das kenne ich schon seit 15 Jahren. Aber ich habe gesagt, ich habe es aber erfunden. Ich weiß, wie es geht. Und deswegen kann ich es dann auch ganz gut erklären, weil ich die Sachen dann, viele Sachen auch davon autodidaktisch dann irgendwie auch mir dann beigebracht habe. Ja. Und das ist der Tango, war dann wirklich mein neues Ding und hat dann alles andere verdrängt, komplett. Jetzt ist der Tango natürlich auch bei dir mittlerweile auf einem Level. Du bist international unterwegs mit dem Thema. Du bist bei Kongressen, bei Festivals, unterrichtest, hast deine Tango-Schule in Prag. Gibt es schon das nächste Ding bei dir? Also es kommt schon was, aber ich glaube, weil ich habe überlegt, welches sollte der nächste Tanz sein, wenn es den nächsten Tanz gäbe. Aber irgendwie ist es für mich, wäre es für mich nur eine Wiederholung, wieder etwas zu lernen, wieder was Neues, aber wieder einen Tanz zu machen. Weil der Tanz an sich ist basiert darauf, dass du Musikwellen in dein Ohr bekommst und daraus aus diesen Wellen körperliche Bewegung machst. Also du hörst was und machst dazu was. Und die andere Richtung wäre ja, sich zu bewegen und Töne zu erzeugen. Und da habe ich immer gedacht, ich wäre total unmusikalisch und kann gar nichts. Also außer tanzen kann ich nichts. Das war so mein Gedanke und der hat mich wirklich festgehalten für viele Jahre. Und bis aus einer Spaßaktion, wo ich jemanden eigentlich verarschen wollte, muss man ehrlich so sagen, wenn ich das so im Podcast sagen darf. Derjenige Klar. hat mich nämlich auf die Schippe genommen und ich habe ihm geglaubt, er wäre Tscheche, obwohl er Deutsch war, weil er super clever ist und selbst tschechisch mit deutschem Akzent sprechen kann und Deutsch mit tschechischem Akzent. Und ich habe den ganzen Tag das abgenommen. Und habe ich gedacht, womit könnte ich ihn denn jetzt? Ne? Und dann setzte sich abends hin, wir waren mit einer Gruppe unterwegs und da war ein Klavier und dann sage ich, jetzt kann der auch noch Klavier spielen. Ich habe gesagt, jetzt reicht's aber. Der kann das. Bin ich zu ihm hin und gesagt, du, kannst du mir zeigen, wie man das macht? Und er sagt, ja, mit einem ganz trockenen, ja, setz dich hin. Ich so, aber ich kann keine Noten lesen, ich kann kein Instrument, ich habe noch nie ein Instrument gespielt, gar nichts. Und dann hat er mir gezeigt, ein System, das nennt sich Pentatonik, also Fünf-Tonmusik, gesagt, die und die und die Tasten, da legst du deine Finger drauf und die kannst du drücken, wann immer du willst. Weil ich habe ihm gesagt, ich kann improvisieren, das ist was ich kann. Ja. Und dann haben wir gespielt. Er hat dann mit seinen zwei Händen ein Lied gespielt, Hit the Road Jack oder irgendwas. Und ich habe dann die 5 Tasten gedrückt, aber so wie ich die wollte. Und habe dann nachher gemerkt, die 5 Tasten gibt es hier und dort in den verschiedenen Oktaven. Und habe nachher mit beiden Händen dazu improvisiert. Das Ende vom Lied war, dass das so einen Spaß gemacht hat, so eine Freude. Ich hatte nachher Tränen in den Augen, dass ich sowas erleben durfte, dass ich was kann, wo ich gedacht habe, ich könnte es niemals erreichen. Und dann fragen mich Leute danach abends, Jörg, du spielst so schön Klavier, wie lange machst du das schon? Ich habe gesagt, heute. Ich bin ihm so dankbar, dass ich ihn, ich habe gesagt, ich lade dich ein, ich mache alles für dich, du hast mir eine Welt geöffnet. Und da bin ich jetzt drin und mittlerweile, nach anderthalb Jahren, habe ich zu Hause ein großes Keyboard, ein 1,90 Meter Klavierflügel, ein großes Teil und habe ein eigenes Zimmer dafür und spiele da jeden Tag mehrere Stunden. Weil ich immer, wenn ich in meinen 8 oder 10 Stunden tanzen, zwischendurch Pause habe, laufe ich vom Studio nach Hause, spiele. Ich stehe morgens früher auf, gehe abends später schlafen und genieße das in vollen Zügen. Und das ist wieder sowas, wo ich sage, Mensch, da will ich gucken, wo sind meine Grenzen. Woher kommt die Motivation, immer wieder etwas Neues anzufangen? Denn, ich sag mal, der Klassiker ist natürlich, man fängt etwas an, man leckt Blut, ja. Man wird erfolgreich, man trainiert und irgendwann hat man ein Level erreicht, mit dem man vielleicht selber zufrieden ist. Bei dir natürlich jetzt wirklich auch am Limit der jeweiligen Sportart, in der höchsten Klasse Standard getanzt, die zur Verfügung steht. Absolut. Weltmeistertitel im Breakdance. Es geht ja nicht mehr weiter. So. Ja, das war ist ja für der dich Punkt. Nicht Aber der deswegen, Moment. Deswegen ist es, weil es nicht mehr weitergeht. Es Aber ist dann war für dich nicht tot. Der Moment irgendwann, wo du gesagt hast, so, jetzt kann ich mich auch mal entspannt in meinem Sessel zurücklehnen und das auch einfach mal ein bisschen
surfen die Welle? Ja, das muss ich sagen. Da haben viele mir auch gesagt. Die haben gesagt, Jörg, auch im Tango, du kannst doch so viele Sachen jetzt. Es gibt fast nichts, was du nicht kannst. Und warum versuchst du immer noch neue Sachen zu machen? Du könntest doch das jetzt einfach nur mal so tanzen und genießen, dass das so, was du alles kannst, kann. So sage ich, ist ja schön, aber es ist für mich interessant, Neues zu entdecken. Wie so ein Forscher, der auch was Neues entdecken will. Oder jemand, der reist, der sagt ja auch nicht, jetzt habe ich 10 Orte gesehen, jetzt höre ich auf, weil ich habe ja jetzt schon 10 Orte gesehen. Und wir haben ja nur einen, ich denke, ich habe ein Leben und möchte das natürlich auch dann nutzen für irgendwas. Und das Schöne ist halt, wenn man jetzt die Leute, die so ein Kribbeln verspüren, oftmals verspürt man das, wenn man zum Beispiel sagt, boah, da gibt es ja einen neuen Flachbildfernseher. Man hat den gesehen, man hat das Kribbeln im Bauch, den jetzt zu kaufen, das wäre super toll. Oder die neueste Playstation oder das neueste Handy oder irgendwas. Und das ist eigentlich immer nur ein Konsum. Das heißt, das Kribbeln geht ganz schnell weg. Man kauft was, man hat es und dann ist es weg. Dann muss das nächste her. Und dann kauft man sich vielleicht ganz viele Sachen zusammen. Und beim Tanzen oder beim Klavierspielen oder anderen Sachen produzieren wir etwas. Und das ist unerschöpflich im Grunde, weil wir ja aus uns heraus selber was machen. Wir sind auch nicht davon angewiesen, wie viel Geld das kostet, weil wenn du jetzt 5 Stunden spielst oder 10 Stunden Klavier oder du tanzt eine Stunde Tango oder 10 Stunden, das ist deine eigene Energie, die du da reinbringst. Und es ist so ein befriedigender Prozess, was zu produzieren, anstelle was zu konsumieren. Ja? Guck mal, du produzierst jetzt einen Podcast. Es fühlt sich doch super geil an, wenn man sowas produziert, oder? Auf jeden Fall. Also das ist der Punkt, weswegen ich da so dran bin. Und zu sagen, ich lehne mich da zurück, ich könnte es machen, aber ich bin noch nicht reif für die Rente. Das lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Und ja. Wie wertvoll ist für dich Zeit? Zeit ist eine Sache, die wir als Menschen erfunden haben. Wir haben uns Zeitmesser erfunden, wir haben einen Kalender erfunden, damit wir Zeit messen können. Wenn ich jetzt einen Hund fragen würde auf der Straße oder eine Katze, wenn die reden können, frag den, du, wie alt bist denn du? Da würden die nur Wuff oder Miau sagen. Oder wenn du fragst, wie viel Uhr haben wir jetzt, sagen die, jetzt haben wir. Und so versuche ich zu leben, weil ich die Zeit, die verfliegt. Dann, wenn ich in so einem Moment bin, wenn ich tanze, wie heute Abend die Show, dann bin ich in einem Nicht-Zeit-Zustand. Da bin ich in einem sogenannten Flow drin. Und das ist so ein tolles Gefühl, dass es Zeit und Raum weg ist. Und wenn ich das erlebe, ist für mich einfach was ganz Besonderes. Und wichtig ist Zeit. Ich sage, manchmal hat der Tag für mich viel zu wenig Stunden. Dann gehe ich schlafen, dann kommt ein neuer. Geht es auch. Ja, also meine Frau sagt immer, ja, relax doch mal, mach doch mal nichts. Sage ich, ja, aber das muss ja nicht jetzt sein. Dann mache ich wieder was. Das heißt, du bist das extreme Gegenbeispiel zu diesem Loriot-Sketch. Kennst du den? Wo die Frau aus der Küche ruft, er sitzt auf der Couch, was machst du gerade? Ja, ich mach nix. Wie, Herr kannst Mann. Auch nicht. Ja, ja, ja. Das heißt, du bist das Gegenbeispiel dazu. Willst du nicht mal rausgehen? Ja. Nö. Hermann. Lies doch mal was. Nö, ich will nicht lesen. Und dann irgendwann rastet er dann aus, weil er einfach nur da mal sitzen will und nichts anderes als sitzen will. Ganz ehrlich, ich kann auch entspannen, aber wenn ich jetzt eine Stunde lang improvisiere und aus dem Fenster schaue und nicht auf die Tasten gucke, oder wenn ich tanze und auch immer ist eine Stunde vorbei, das ist für mich manchmal wirklich eine Entspannung. Es ist total schön. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gucke und dann 2 Stunden im Kino bin, was ich auch sehr selten bin, muss ich sagen, vielleicht einmal im Jahr, weil ich halt lieber Sachen mache, als sie zu konsumieren. Ich würde am liebsten einen Film drehen zum Beispiel, oder ein Buch schreiben oder sowas, weil es einfach eine super Befriedigung ist. Aber die Zeit, die nehme ich mir dann einfach. Ich habe ja keine Zeit, ich nehme mir die einfach. Viele Leute sagen, ich habe keine Zeit zum Klavierspielen. Ich müsste ja jeden Tag üben. Ich übe ja gar nicht, ich spiele. Und wenn du so wie ein Kind was spielst, ob das Tanzen ist, Tango, oder mit Technik spielst oder irgendwas, das Spielen ist ja an sich eine wahnsinnig befriedigende Sache. Wenn du ein Kind fragen würdest, wie lange möchtest du denn draußen spielen, wie lange möchtest du auf dem Spielplatz bleiben? Was sagt das Kind dann? Ja, immer. Immer, klar. Einfach, genau. Und wenn du dir sowas im Leben findest, so eine Spielwiese, so einen Spielplatz, dann kannst du natürlich unendlich viele Sachen machen. Ja? Und ich, in der Hinsicht, glaube ich, habe ich es geschafft, in der Hinsicht habe ich, glaube ich, geschafft, Kind zu bleiben, aber nicht kindlich. Kann erwachsen Kind sein.
Und jeder, der Turnschuhe sammelt oder irgendein verrücktes Hobby hat und jeder, der für irgendwas brennt, der kann das Feuer auch weitertragen. Und das ist auch wieder befriedigend, wenn ich sehe, wie viele Leute ich mit diesem Feuer angesteckt habe, die dann auf einmal jetzt im Fernsehen Breakdance tanzen oder Standardshows tanzen oder auch Klavier angefangen haben. Jetzt nur weil ich angefangen habe, sind da mindestens 3 Leute um mich rum, die jetzt auf einmal sich so Dinger gekauft haben und auf einmal auch spielen. Sie hätten das niemals angefangen, glaube ich. Wenn ich gesagt hätte, ich zeige dir, das ist ganz einfach eigentlich. Das heißt, ja. Du bist der analoge Influencer. Irgendwo manchmal schon, ja. Und ich muss sagen, ich mache das ja gar nicht deswegen. Aber ich merke, wenn ich irgendwas richtig toll finde, bringt das auch wieder andere dazu. Und ich habe schon von vielen Verkäufern oder von solchen Leuten gehört, dass wenn man begeistert von einem Produkt ist, dann kaufen es auch andere. Und das ist das, was sie natürlich dann geschäftlich nutzen. Für mich ist es, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich habe Tango angefangen, nicht um Geld zu verdienen. Ich wollte für mich tanzen. Ich habe gesagt, das ist mein Tanz, ich will den nicht verkaufen. Im Endeffekt kamen nachher Leute, die haben mich gefragt, wie machst du das? Zeig doch mal. Kannst du mir mal eine Privatstunde geben oder ähnliches? Und jetzt habe ich eine Tanzschule mit vielen Leuten, die Tango tanzen und habe jetzt mittlerweile eine Trainerin, die ist jetzt in London, die unterrichtet dort Tango und hat bei mir im Kurs angefangen mit Grundschritt zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die finde ich einfach Wahnsinn, was sowas erzeugen kann. Und ich sehe das dann, wie das passiert und freue mich für die. Ich bin auch niemals neidisch, wenn jemand besser wird in irgendwas. Oder mein Schüler, der 13 Jahre alt war im Breakdance, wir sind in den Sporthalle, haben Handstand geübt und sind auf den Händen um die Wette gelaufen. Ich war schon 30 und er war 13 und er hat mich nachher geschlagen. Und viele Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr, wie soll man sagen, kämpferischer Typ bin, der versucht immer das Beste zu machen. Und ich habe einfach gesagt, gratuliere, ist doch super. Ja? So, jetzt bist du besser als ich. Jetzt mach weiter. Und der ist jetzt immer noch dabei, das ist mittlerweile der Manager der Gruppe und verdient eine Menge Geld mit Breakdance, kann man sich gar nicht vorstellen, mit der Gruppe. Und freue mich für das, was dann passiert. Und wenn ich diese Leute wieder sehe oder die kommen durch Prag, die rufen mich an, sagen, Jörg, sollen wir uns treffen? Gehen was essen, was trinken und wir tauschen wieder mal Stories aus, wie wir das jetzt gerade machen. Jörg, ja. Vielen lieben Dank für dieses wirklich tolle und sehr inspirierende Gespräch. Jetzt weiß ich, dass du die diversen Social-Media-Kanäle nicht so richtig intensiv bespielst. Nein, gibt's eine Möglichkeit, ist eine Premiere sozusagen. Ja, gibt es eine Möglichkeit, wie Leute, die dir so ein bisschen folgen wollen, das machen können? Also, wo finden sie dich? Also in Prag, das Studio heißt Studio 12. Und es gibt sogar eine Webseite, also wir sind nicht ganz, ganz analog, wir sind auch ein bisschen digital. Auch bei Facebook gibt es auch Studio 12 Webseite oder mein persönlichen Account bei Facebook ist Just Jörg, also nur Jörg, Just Jörg. Und da sind auch so tausende Freunde drin und viele Leute und man bleibt ja dann auch in Kontakt. Ja, aber die beste Möglichkeit natürlich mal persönlich vorbeizukommen und das geht. Und manche machen das. Also wir haben Leute diese Woche, wie gesagt, aus verschiedenen Ländern schon da gehabt und die hören dann von mir oder von dem, was wir machen und sagen, ich habe gehört, ich bin jetzt gerade von New York, kann ich bei dir eine Stunde nehmen? Ich sage, komm vorbei. Und die gehen dann wirklich manchmal wieder mit einem Lächeln raus und denken, Mensch, da habe ich was gelernt. Und ich denke nur, sau, super, das war mein Tag wieder. Das hat es mich wieder gelohnt. Nicht geldmäßig, weil das ist zweitrangig. Das Wichtigste ist, dass auf einmal ein anderer Mensch davon mitgenommen wird und auf einmal merkt, wie schön das sein kann, was wir da machen. Ich werde natürlich alle die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes mit verlinken. Das heißt, wenn ihr den Jörg mal besuchen wollt in Prag oder ihn anschreiben wollt, kontaktieren wollt, könnt ihr einfach in die Podcast-Beschreibung gehen auf www.benmurphy.de und dort werdet ihr alle entsprechenden Links und Verbindungen finden. Jörg, noch einmal vielen lieben Dank für das wirklich tolle Gespräch mit dir. Dankeschön. Und üblicherweise überlasse ich meinen Interviewpartnern immer das letzte Wort. Ich sage vielen Dank an alle Zuhörenden und das letzte Wort hat der Jörg. Dann wünsche ich euch allen, die jetzt zugehört haben, dass ihr etwas findet, wo ihr wirklich kreativ, produktiv sein könnt und darin aufgeht, weil das ist eine sehr, sehr befriedigende Sache und macht wirklich glücklich. Dankeschön fürs Zuhören.